Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind Fahrradfahren, das ist Hehlen und wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter nach Bodenwerder. Das geht gut. Fein. Was? Feiner Hund. Welche Hütte? Da links, die weiße. Jetzt haben wir es schon wieder verpasst. Danke. Oh, die haben wir ja ganz nervös gemacht. Das liebe ich. In der Jahreszeit muss man auch aufpassen, dass man nicht auf Kastanien oder Eicheln ausrutscht. Das kann gefährlich sein. Echt?
Ist mir schon mal passiert, ja. Da war ein Haufen Kastanien, da bin ich vom Fahrrad abgestiegen, auch in Bodenwerder. Da habe ich mich langgelegt. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war ein Tourenrad. Ist auch nichts passiert, aber... Aber ich glaube, meine Reifen kommen ein bisschen besser klar als deine. Nee, ich meine, ich bin abgestiegen und dann mit dem Fuß bin ich ausgerutscht. Und letztens hatte ich auch wieder so. Deine Tollpatschigkeit. Nee, das ist die Gefahr von Kastanien und das sieht geil Eicheln. Aus. Das ist schön aus. Hier links, ne? Ja. Ja, gut. Hammer. Ja, ein schöner Weserbogen. Ja, es sind auch richtig saftige Farben. Also schon von der Natur aus. Was? Nimmst du Magnesium zusätzlich? Ja. Jeden Tag? Ja, ich weiß aber jetzt nicht wie viel. Ha? Ich weiß aber jetzt nicht wie viel. Ich habe ZMA-Kapseln, also das ist Zink, Magnesium und A ist irgendwas anderes. Und die nimmst du täglich, jeden Tag? Ja, ich habe mehrere Sachen, die ich täglich nehme. Wie lange nimmst du das? Also nimmst du das immer so einen gewissen Abschnitt nur oder? Ich nehme das seit ein, zwei Jahren dauerhaft. Du merkst keine Nachteile? Nein. Oder so. Nein. Auf keinen Fall. Soweit ich weiß, wird das Überdosierte immer ausgeschieden. Und ich glaube, Zink kannst du über supplementieren. Ja. Da kriegst du auch irgendwelche Probleme. Leberschäden oder einfach weiter. Mhm. Oder, ja doch, ich glaube, war das Zink? Oder irgendwas entzieht dem Körper das Kupfer? Muss ich mal nachgucken. Weil ich überlege, Magnesium jetzt halt jeden Tag supplementiert. Ja. Weil ich ja auch jeden Tag eigentlich ein bisschen Sport mache. Der Wecker des Mittagsschlafes in der Woche. Ist so spät? Ja. Ist doch schon fast Abend. Ja. Aha. Aber meistens geht es dann in einer Stunde zum Training. Ja. Und ja. Sehr gut, also du nimmst das täglich. Genau. Zink, Magnesium, A. Und diese, das hat mir auch mal wer gesagt, diese Dosierungen, die immer überall draufstehen, sind wohl durch irgendwelche, die ist viel zu niedrig angesetzt. Also wenn da 100% steht, oder? Wie war das? Ich glaube, mit jetzt ja wirklich viel. Wie war das nochmal? Nee, mit den 100%, das war was anderes. Das ist, wie viel man im Blut bräuchte und bei den Bluttests, da sind die Werte zu niedrig. Nee, das ist wohl schon okay, was da steht. Lithium ist so gefährlich? Ja, man kennt ja Lithium aus Lithium-Ionen-Akkus. Und
Was? Hast du die Handbremse nicht gelöst? Ja, hier kommt jetzt das gefährliche Stück. Hier muss man 400 Meter auf der Straße fahren. Aber wir gucken einfach, ob da ein Auto kommt, und wenn nicht, fahren wir einfach. Ja, ja, da ist ja auch ein Schild, Radweg. Da muss man sich ein bisschen mit den Autofahrern einigen, aber es kommt ja gerade keiner. Es kommt ein. Oh. Ein Elektromotorrad. Oh. Das ist ein Elektromotorrad bestimmt. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum sie hier nicht auf Fahrradweg gemacht haben. Ja, gute Frage. Vielleicht zu schmal hier bis zur Weser. Ja, freilich. Hey, hier ist schon Bodenwerder, ne? Ja. Wir sind doch erst vor 10 Minuten losgefahren. Was passiert? Dann war ich bei dir 20 nach 4. Jetzt ist es kurz nach 5:30. Ja. 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 Hallo? Hm? Ja?
Oh, die Bauruine. Ah, hier. Ja, das war genau hier, wo ich ausgerutscht bin. Also wenn man jetzt hier viele von diesen Eicheln liegen hat und dann so noch ein bisschen fährt und dann noch das letzte Bremsen nicht mit der Bremse macht, sondern mit dem Fuß, dann, ja, dann bist du unsicher, dann fällst du hin. Oder kann man hinfallen. Ja, gucken wir hier nochmal, ob es einen Rucksackladen gibt. Ja, ist schon komisch eigentlich, weil so spät ist es ja gar nicht. Ja, das ist Bodenwerder, was willst du erwarten? Das ist Bodenwerder, aber es ist schon echt wirklich sehr wenig, also ein bisschen mehr. Wenn so ein, zwei Läden noch auf hätten, eine Kickbar noch auf. Kickbar noch auf. Heidruck Friese, hier gibt's im Uhren. Omega, Fotostudio. Melissa. Melissa hat noch auf. Nee, auch nicht. Nein. Oh, der zieht so einen Laden hin. Gut, ich. Ernest Dings. Marktpassage, was ist hier noch? Hier kommt man hier raus. Ja. Ajo, der. Wieder in die Stadt. Auch zum Halse raus. Überall Berlin-Döner. Warte. Hier? Nee.
Vielleicht ist hier noch was. Vielleicht ist hier noch was. Ist schief. Ja, das stimmt. Ja, die ist hier links. Die ist hier links. Ja, dann suchet uns ein Restaurant aus. Ja, wir wollten ja eher was Deutsches. Oder was Griechisches. Der sieht verdammt geschlossen aus. Vielleicht wegen Herbstferien, denn Herbstferien machen auch viele mit den Kindern Urlaub. Ja, da hinten ist noch eins, wollen wir da mal gucken. Ja. Ja. Das müssten wir herausfinden, ja. Ich kann das mal kurz hier hinsetzen und recherchieren. Ja. Wie gesagt, es gab diesen Altburgerladen, der hat da auf. Der sah auch sehr neu aus, ja. Der sieht halt nach diesen modernen Sachen aus. Ja. Dönerladen hat.